Drei Religionen, ein Haus. Corona bestimmt den Ablauf unseres Alltags neu. Wie beten Juden, Christen und Muslime in dieser Zeit? Das House of One lädt in die verschiedenen Glaubenswelten ein. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, wassalatu wassalamu ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Wir sind im Frühling, ein getrübter Frühling. Dennoch, wie immer schön, nach einer Stille und der Kälte des Winters hat der Frühling mit zwitschernden Vögeln und der wärmenden Sonne begonnen. Das ist sehr erfreulich für uns alle. Der Frühling ist ein Neuanfang, eine Hoffnung. Mit dem Ramadan, den wir Muslime ebenfalls als einen Neuanfang verstehen, verstärkt sich in uns das Gefühl der Hoffnung. Das ist genau das, was wir in schwierigen Zeiten brauchen. Das ist genau das, was nach jedem Winter benötigt wird. Die Schönheit des Frühlings wird intensiver wahrgenommen, weil der Winter dem folgt. In der islamischen Mystik wird der Winter mit dem Nachtgebet im Islam verglichen. So wie die Dunkelheit und Stille der Nacht uns an den Tod, an die Einsamkeit erinnert, verdeckt der Winter die kahlen Bäume mit Schnee und verbannt die Tiere entweder in warme Gebiete oder in den Winterschlaf. In seiner eigenen Schönheit verbirgt der Winter die Schönheit der grünen Natur und der lebhaften Tiere. Eine Auszeit für alle. Wenn man diese Zeit zu würdigen weiß, nutzt man sie zur Hinterfragung des Angenommenen und für die Selbstreflexion im Verhältnis zu seinem Schöpfer. Dies ist eine anstrengende Zeit, zugleich aber auch eine schöne. Nach dem Winter kommt der Frühling. So kommt nach dem Nachtgebet und dem Schlaf das Morgengebet. Dieses tägliche Gebet findet vor dem Sonnenaufgang statt. Es findet zu einer Tageszeit statt, in der wir das Zwitschern der Vögel am intensivsten hören. So wie im Frühling kehrt auch mit dem Morgengebet erneut Leben ein. Das Morgengebet und der Frühling symbolisieren somit die Wiederauferstehung, ein Zeichen für ein ewiges Leben, wonach wir uns ersehnen. Daher ein Grund für Freude, ein Grund für Hoffnung auf Wiedersehen mit Geliebten. Ein Grund für die Begeisterung, seinem Schöpfer endlich zu begegnen. Also lasst uns den Frühling trotz aller Hürden gebührlich würdigen. Lasst uns ihn in seiner Lebendigkeit auf die Erfordernisse der Corona-Pandemie achtend erleben. So ist mein Wunsch, so hoffen wir, dass wir trotz allem einen schönen Frühling haben werden. Frühling. Frühling im Judentum beginnt schon sehr früh. In der zweiten Hälfte des Januar oder Anfang Februar mit dem Tu B'Schwat, mit dem Neujahr der Bäume. Das lag daran, dass im biblischen Land die fruchttragenden Bäume zu dieser Zeit begutachtet werden konnten, ob sie schon wieder ausschlagen und dann zur Besteuerung herangezogen werden konnten. Das jüdische Jahr beginnt, wenn man so will, auch mit dem Frühling, mit dem ersten Monat, mit dem Nissan, obwohl im siebten Monat, also erst im Herbst, die Jahreszählung dann auf das nächste Jahr fortschreitet. Aber das erste Wallfahrtsfest, das Pesach, alles das ist nicht denkbar ohne Frühling, ohne Freiheit, ohne dass man wieder vors Haus gehen kann, dass die Bäume und die Blumen eben austreiben. Es ist aber auch diese Frühlingsatmosphäre, die den Text eines biblischen Buches prägt, nämlich die des Hoheliedes. Das Hohelied, das zu Pesach oder in der Pesachwoche gelesen wird, ist sozusagen eines, das mit sehr vielen schönen Worten den Beginn des neuen Vegetationsjahres beschreibt. Da heißt es, denn siehe, vorbei ist der Winter, der Regen verschwunden und vergangen. Die Blumen erscheinen am Boden, die Zeit zum Singen beginnt, das Gurren der Turtel hört man in unserem Land. Und das ist, denke ich, was die Rabbiner auch gemeint haben zu diesen Worten. Der Frühling kommt, wenn die Bäume blühen und die Reisenden wieder sich auf den Weg machen können. Und die Reisenden, das waren natürlich diejenigen, die Wallfahrt getrieben haben, die zum Tempel nach Jerusalem gepilgert sind. Und so
beginnt die Zeit des Singens, wie der Text sagt, das Gurren der Turtel. All das ist sozusagen so ein Zeichen des Frühlings und des kommenden Sommers. Und das ist das, wofür man sozusagen neben dem Auszug aus Ägypten, aus der Sklaverei, am Ende auch Gott preist und lobt, dass nach dem langen Winter, nachdem alles in Schockstarre war, an den Bäumen keine Blüten und Blätter waren, jetzt alles wieder austreibt und wie durch ein Wunder die Natur so aus dem Schlaf erwacht und uns wieder zum Leben bringt und uns neue Ernte bringt und uns neues Leben bringt, mit dem wir wieder ein weiteres Jahr leben können. So heißt es ja nicht nur umgangssprachlich, da hat er jetzt wieder ein Lenz mehr auf dem Puckel, sondern es ist tatsächlich so, mit dem Lenz, mit dem Frühling beginnt das Leben in ganz besonderer Weise und dafür danken wir Gott. Ja, vielen Dank, Kadi und Andreas. Frühling. Im Neuen Testament findet sich zum Frühling, soweit ich weiß, nichts. Also die Jahreszeiten kommen ein bisschen kurz in unseren Schriften, aber der Frühling ist von überragender Bedeutung für das Kirchenjahr. Die Tradition des Kirchenjahres, die symbolischen Feste, die wir feiern, bezogen auf Christus, sein Leben und Sterben, sind eingeschrieben in den Wechsel der Jahreszeiten. Und da, finde ich, sind es Bilder, die einfach in überragender Weise versinnbildlichen, was in den Schriften des Neuen Testaments für uns Christen zu lesen ist. Also wenn man noch vor ein paar Wochen durch die Natur gegangen ist, dann konnte man es ja sehen. Die Bäume sahen aus wie Totholz. Es war einfach nur diese rissige, bei alten Bäumen besonders markant. Also ich hätte mir da noch nicht vorstellen können, wenn ich es nicht wüsste, dass da wieder neues Leben raus hervorbricht aus so einem alten, knorrigen Baum. Genauso die Erde, die war da schon trocken und rissig und kalt. Und da bricht auch wieder was hervor. Jetzt ist es überall grün. Zarter, kleiner, grüner Rasen bricht aus dieser alten, knorrigen Erde und aus diesen Bäumen brechen zarte Blüten hervor. Also ist das, was wir glauben, dass das Leben weitergeht, dass Christus zwar gestorben, aber wieder auferstanden ist, dass er wieder lebt, das spielt die Natur sozusagen für uns durch. Wir können es jeden Frühjahr nacherleben, miterleben, wie die Natur wieder aus dem Winterschlaf herausbricht, wie aus einem Tod zu neuem Leben kommt. Und das ist schön zu sehen und macht es viel leichter, die Osterbotschaft zu glauben, finde ich, weil es das so sehr unterstreicht, dass es diesen Wechsel von Ruhe, von Tod, zum Leben, dass es diesen Wechsel gibt. Und darüber hinaus können wir jetzt auch sehen, dass das sehr zart beginnt, sehr langsam beginnt. Also die Auferstehung stellen manche sich als gewaltiges Ereignis vor, aber ich glaube auch, das war etwas ganz Zartes, eher wie so eine kleine Blüte aus einem knochigen Baum hervorwächst und dann Zeit braucht, um sich zu entfalten. Und so ist es ja auch mit der Osterzeit nach der Auferstehung, die bis Pfingsten währt. Jeder Sonntag versucht mit neuen Bildern glaubhaft zu unterstreichen oder nochmal zu zeigen, was die Osterbotschaft eigentlich bedeutet, weil sie so zerbrechlich ist und so schwer vorstellbar, trotz des Frühlings. Es braucht Zeit, damit aus diesen Blüten und aus den kleinen Gräsern wieder das ganze pulsierende Leben sich entfaltet bis zum Sommer. Und der kommende Sonntag, der hat das Bild, entfaltetes Bild vom guten Hirten. Der gute Hirte, der seine Schafe weidet, der sich um sie sorgt, also jemand, dem man ganz vertrauen kann, von dem man sicher ist, dass er für einen da ist. Und dazu jetzt in dieser Osterzeit auch noch, es ist ja auch die Zeit, wo die Tiere, die jungen Tiere zur Welt bringen, also die kleinen Lämpchen sind auf der Weide, die Kälbchen, die Fohlen und alles ist auch dort noch ganz wackelig und zart. Und das Bild vom guten Hirten versucht zu vermitteln, vertraut darauf, dass neues Leben möglich ist. In diesem Sinne freue ich mich über diesen Frühling in besonderer Weise, weil es sind verunsichernde Zeiten. Man weiß nicht so richtig, wie es weitergeht. Menschen sterben einsam, Menschen sind allein zu Hause. Und da, glaube ich, ist es besonders wichtig, sagen zu können, das Leben geht weiter und du bist nicht allein. Gott will an deiner Seite sein. In diesem Sinne einen fröhlichen Frühling für uns alle. Liebe Freundinnen und Freunde, genau
in Zeiten wie die, die wir jetzt durchleben müssen, die Corona-Pandemie, diese zeigen, wie wichtig eigentlich Frühling für uns ist. Wie wichtig das ist, was uns eigentlich für uns immer selbstverständlich war. Wir lernen etwas, was wir immer hatten, eigentlich zu wertzuschätzen. Von daher, ich glaube, es hat was Gutes an sich, dass wir uns mal zurückgezogen haben und jetzt mal einen Halt machen können, um nachzudenken, um zu beten. Und ich glaube, in diesen Zeiten werden Gebete viel stärker in Erfüllung gehen als in anderen Tagen, weil wir in diesen Zeiten die Bedürfnisse viel stärker spüren werden. Und daher möchte ich ein Gebet jetzt vortragen, die wieder auf den Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam zurückzuführen ist und der morgens und abends vorgetragen wird als Bittgebet. حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. Gott genügt mir. Es gibt keinen Gott außer ihm. Auf ihn ist mein Vertrauen und er ist der Herr des erhabenen Thrones. Amin. والحمد لله رب العالمين. Der Winter ist vorüber. Mit dem Eintritt des Frühlings regt sich frisches Leben auf der Erde. Auch unser Herz schlägt neu belebt. Voll Vertrauen ist unsere Seele zu dir. Alle Augen harren auf dich, der du Speise gibst zur rechten Zeit, dass du uns einen milden Frühling sendest und einen gedeihlichen Sommer. So gib denn, Ewiger, dass die eintretende Sommerzeit uns Nahrung und Kraft, Leben und Gesundheit, Wohlergehen und Segen bringe. Darauf sprechen wir alle. Amen. Ich möchte ein altes jüdisches Gebet, Psalm 23 beten. Der Psalm, der eine besondere Bedeutung hat für den nächsten Sonntag, aber auch sonst im Leben vieler Gläubiger eine zentrale Rolle spielt. In schweren wie in fröhlichen und guten Momenten gleichermaßen. Psalm 23. Der Herr ist mein Hirte, mir wird nichts mangeln. Er weidet mich auf einer grünen Aue und führet mich zum frischen Wasser. Er erquicket meine Seele. Er führt mich auf rechter Straße um seines Namens willen. Und ob ich schon wanderte im finsteren Tal, fürchte ich kein Unglück, denn du bist bei mir. Dein Stecken und Stab trösten mich. Du bereitest vor mir einen Tisch im Angesicht meiner Feinde. Du salbst mein Haupt mit Öl und schenkst mir voll ein. Gutes und Barmherzigkeit werden mir folgen mein Leben lang. Und ich werde bleiben im Hause des Herrn immer da. Der Herr segne und behüte dich heute Morgen, alle Zeit und in Ewigkeit. Amen.